So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag. Also bald machen wir Raid am Mittwoch am Wochenende. Raid am Mittwoch kommt ja eigentlich immer am Mittwoch, aber dadurch, dass Mittwoch immer der Raid-Boss-Wechsel jetzt ist, mussten wir natürlich da den Raid-Boss-Wechsel machen mit Community Raid und haben Raid am Mittwoch auf den Donnerstag verschoben. Deswegen gab es dann statt RAM RAD, also nicht RAM, sondern Rad, ne? Raid am Donnerstag. Jetzt ist aber Raid am Freitag, wenn du das so siehst. Und es hat gar nichts mit Raids zu tun. Es ist also nicht RAM, es ist nicht Rad, es ist RAF. Aber eigentlich ist es ja nicht Raid am Freitag, sondern Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag. Also RAM-ADAF. RAM-ADAF. Und das klingt wie Ramadan und dann sind wir schon so weit weg vom Thema, dass wir sagen, wir haben wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche und es war ja die Höhentour am Wochenende und ihr werdet viele Rayquaza sehen, ihr werdet viele Höhenausbeuten sehen, ihr werdet vieles sonst was sehen und einen ganz besonderen Schocker der Woche wieder. Jetzt aber egal, wir fangen an. Ich muss auch nichts von Raid-Stunde sagen, da habe ich einen 100er Boreos bekommen am Mittwoch, das war richtig brutal. Jetzt Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, Ramadav. Angefangen hat die Woche hier bei Miku, der hat aus Raids für Zuschauer, ich glaube es war so, es war gar nicht Raids für Zuschauer, es war einfach der tägliche Community Raid, wo Rayquaza da war, ein 100% Shiny Rayquaza bekommen aus Hildburghausen, vielen Dank. Und jetzt müsste man schon sagen, das ist bestimmt der Schocker der Woche. 100er Rayquaza, krass. Shiny Rayquaza, super. 100er krass, aber 100er shiny, mega episch brontal. Aber es geht ja noch besser, nämlich beim Amazing Shot, der hat einen 100% shiny Glücksrayquaza bekommen aus Karlstadt, Bayern. Was ist jetzt seltener, das 100er shiny aus dem Raid zu ziehen oder sich das 100er shiny per Glückstausch zu traden? Da möchte ich gerne mal eure Meinung in den Kommentaren. Auf jeden Fall beide hier mit einem Shundo Ray, hier sogar Schlundo Edition. Dann haben wir beim 1-2-3-Kit, da stand schon wieder Miku dran, deswegen, aber der 1-2-3-Kit hat auch ein 100% Rayquaza bekommen vom Miku aus der Einladung. 91 Raids heute, overall nach 723 Raids mal wieder ein Raid Hundo. Glückwunsch auch dazu. Dann haben wir den Garados Pro, der hat einen Shiny Garados gezogen mit 96%. Dann der Julian Eisenstein für Raider Mittwoch, hat nichts damit zu tun, aber egal. Ich habe nichts gemacht, ich habe nichts gemacht, Junge. Dann 1-2-3-Kid, Glücksfreunde geworden mit mir. Luigi Sarada nach 1,5 Jahren, Glücksfreunde geworden. Der wäre eigentlich heute dran mit Tauschen am Donnerstag, aber ich komme gerade nicht auf meinen Account. Dann Viala, 100% Glückshydropi getradet, 1-2-3-Kit mit dem nächsten 100%igen Rayquaza, 27,39 war da der WP, wenn der Boost 100er Wert, hat er gefangen, sieht man hier auch, nochmal 100% mit Wetterbrust. Dann bin ich mit Crank Glücksfreund geworden, NetGhost hat mir geschickt, aus der Forschung am Ende gab es ein Shiny Pandia. Habt ihr auch ein Shiny Pandia aus der Forschung bei Höhen bekommen? Ja, nein, vielleicht, schreibt es mir in die Kommentare. Dann haben wir beim Ice Cube, das habe ich so abfotografiert, 100% Shiny Kyogre. Das ist auf einem Level mit dem Shiny Rayquaza, 100er aus dem Raid. Also könnte man gar nicht das oder das nehmen, ist ja beides gleichwertig. Bruh, das habe ich auch noch von ihm mit reingeschnitten. 4 Shiny Relikant gebrütet an einem Tag, das ist auch heftig. Dann Pupsi. Hat einen Spezialtausch offen gehabt, hat einen Glückstausch offen gehabt. Was wollen wir tauschen? Keine Ahnung, hin und her. Machst du kurz hier mal 2 Rayquaza hin und her. Und bei Sandra ist es einfach auch 100% Glücks-Rayquaza geworden. Auch richtig fett. Luca zeigt uns hier, der hat am ersten Tag der Höhentour ein 100er Latias gefangen und am zweiten Tag der Höhentour ebenso ein 100er Latias gefangen. Lenzard, wieder die schönsten Bilder ever.
Also der Lennart gibt sich immer Mühe, der macht das immer schön mit Rand und als Collage zusammen. Das sieht auf jeden Fall immer richtig toll aus. Natürlich am kleinen Account, Nikomnes Amain, Shiny Rayquaza, 100 Sekunden Duo Rayquaza mit Shenaya. Wer kann das toppen mit so einer genauen Zahl? 100 Sekunden Restzeit hier im Duo. Dann kaum sagt man das, bekommt man nie ein Shiny auf dem Main. Dann kommt direkt eins, ne? Das Gemecker hat geholfen. Er hat also auch jetzt auch das Shiny auf dem Main-Account bekommen, was schön in die Kamera guckt. Tag 1 der Go-Tour war genial am Main. Kindwurm, Pikachu, Lunastein, Ninjatom, Gehweier, Schuppet, auch alles schön zusammengefasst. 100er Schlupphook mitgenommen. Dann Highlights waren das wilde Shiny Latias und das Tropius. Nochmal hier Pluslet, Tarnel, Bummels, Tropius, gebrütet, Latias, wild, shiny. Das war für viele sowieso mega spektakulär, dass die Dinger da rumgehüpft sind. Auf dem Kleinen war die Ausbeute eher mager. Makuhita 100 und Lunastein shiny. Ausbeute am Tag 2 war nochmal viel besser. Trassler, Barschwa, Pikachu mit Bricks und mit Dings. Dann nochmal Tarnel, Incognito aus dem Rauch, shiny mit Venabrus. Das auf jeden Fall eigentlich das Highlight davon, von diesem Screen. Dann Shiny Kuddel und ein zweites Shiny Latias, da auch gebrütet Kuddel. Dann Flemli, Schuppelt, Latias, Wild, Zwirlicht, Wild, alles mitgenommen. Braucht wer ein Shiny Gehweier, habt genug zum Abgeben. Wenn also ihr ein Lenzard Gehweier braucht, meldet euch beim Lenzard. Dann noch Schlubuck und Kyogre, auch Shiny, 100er Knospi. 100er Pantier, warum kommt sowas nicht am Main? Auch wieder der kleine Account, dann bin ich mit NetGhost Glücksfreund geworden. Henry bedankt sich von ganzem Herzen für das Shiny Rayquaza. Henry, Schatzi bekommen gerade, also der Niki Luff Account, ein auch 100% Rayquarzer. Samuel Wapf, nach dem zweiten 10 Kilometer Ei, auch hier Shiny Relikant gebrütet. Der steht jeden Tag vor meiner Tür, nochmal Henry. Dann habe ich im Lucky Trade mit Henry Gierspenst getradet. Wir wollten 30 Stück hin und her machen für ein paar Bonbons, XL, sonst was. Im dritten habe ich einfach ein Lucky bekommen für den Lucky-Eintrag und es war direkt ein 100%iges Gierspenst. Marco FedEx hier, Shiny Relikan, Shiny Ninja Tom, Shiny Tropius 1, 2 und 3, Shiny Pikachu, Shiny Gehweier, Shiny Boreos, das war schon Mittwoch früh. Dann, ich fand das Event super von Tiso, erster Tag, Lunastein und ein paar Tuskas, zweiter Tag, Krebskorps, Tuska, Flunky, Vaninja, Tom, zwei Pikachus, Knilz und Ineko. Das ist mein Highlight, Shiny 100er Ninja Tom. Sieht man leider gar nicht, dass das Shiny ist, weil wieder das Glitzer fehlt. In letzter Zeit gibt es da immer irgendwelche Anzeigefehler, da muss man nochmal nach links und wieder nach rechts, dass es dann trotzdem angezeigt wird. 100er Shiny Ninja Tom. War, glaube ich, auch schon mal so Schocker der Woche, aber aus dem Feldforschungsdurchbruch. Das gab es jetzt aus Feldforschungen, war also vermehrt da und konnte ich mich nicht entscheiden. Hier sieht man aber nochmal, dass es wirklich ein Shiny ist. Das hat mein Sohn bekommen, Tiso Diver, ne, ein Shiny Kecleon. Haben auch relativ wenige Leute bekommen, so vom Gefühl her. Koselinchen, Shiny Rayquaza, plus Le Sonnenfell, alles Shiny, dann und der hier, die Protomorphose, habe ich allerdings mit meinem 94er gemacht. Es gibt 93, es gibt 96, es gibt keinen 94. Wo nehmen die Leute das her? Ja, und ansonsten noch ein Shiny Groudon mitgenommen bei der Höhentour. Noch was vergessen, mein 100. 100er. Mein 100. 100er. Das 100. 100er. 100er. 100. Ein 100er Incognito auf jeden Fall mit A dran. Das Highlight auf der Höhentour beim Alex, ein Shiny Kurtel. Pogehander hat hier auch Shiny Grillmark, Formio, Sonnenform, Quaff, Waff, Enton, Gekabor, 100er Rayquaza. Die ging wirklich raus und die einzelnen habe ich nochmal so gezeigt. Hier auch Pikachu als Highlight mit dabei, Ninja Turm unten trotzdem als Highlight mit dabei, sehr selten. Und dann aber hier, ist das dasselbe? Ach, da fehlt unten Tropius. Tropius, gebrütet, Highlight auf jeden Fall. Und ja, Rayquaza, Kyogre, Pantimimi, sowas nimmt man immer mit. Die Pikachus halt, das sind nämlich die zwei anderen, das ist das, genau. Die Pikachus waren wirklich eigentlich das Highlight, worauf es bei der Höhentour ankam. Maggie hier nochmal Shiny Rayquaza plus restliche mit Registil, Regirock, waren die aus der Forschung.
zwei Stück hintereinander. An dem Tag hat er aber vier Shinies bekommen. Absol, Rayquaza, Kindwurm, Stolunior. Mein leichtestes Pokémon ist Shiny Alpollo mit 0,04 Kilogramm. Wurde ja auch danach gefragt. Meine Pokémon Go Tour Höhen weltweit. Meine 100er, 100er Kuddel, 100er Sonnenfell, 100er Relikant. Nochmal insgesamt die Shinies hier. Kuddel, Schwalbini, Lunastein, Tuska, Kuddel, Deoxys, Noctuska, Latias, Tropius, Groudon, Latias und 0% Pikachu mit Schleife. Das zweite 100er, Rayquaza aus Niedersachsen, 100% Togepi, Raike mit dem Shiny Stolunior, Latios, Weilmar, Bronzel, Hydropi, Kurtel und 100% Schwalbini, Sarina sind nur die Highlights, die alles zu schicken würde den Rahmen sprengen. Das überlassen wir dann doch gerne den Zellal. Aber mit diesen Bildern hat Sarina schon mehr geschickt als Zellal. Seht ihr also Krypto Shiny, Tarnel, Shiny Latias, Shiny Kuddel, Shiny Kyogre, Shiny Ninja Tom, 100% Ninja Tom, auch mal mit reinnehmen, vor allem aus Hildburghausen. Dann 100% Rayquaza auf Level 50. Luigi Sarada Tag 1, Perlu, Tropius, Kyogre, Sonnenfell, Knacklion, Tuska, Barschwa, Rayquaza 2, Tag 2, Shiny Kyurem getauscht, Grauder noch mitgenommen, Luturzel, Tuska, Relikant und Flunkiefer. Highlight hier auch ein gebrütetes, 100%iges Kuddel. Kaiser Kai, ich musste 50 Raids machen, hat sich aber gelohnt. Shiny Rayquaza, Ausbeute von meiner Schwester bei der Go-Tour, 100% Flapterix plus 2x Latios, Gewaya, Pikachu als Shinies. Meine Ausbeute von der Go-Tour immer noch Kaiser Kai, 100er Inkognito und die Shinies dann auch hier Latias, Gewaya, Barschwa, Latias, Kyogre, Zwirlicht, Pikachu. Wieso ist die Zahl da oben eigentlich rot? Weil der Beutel voll ist, kann sein. Da tauscht man einfach mal ein Inkognito, was einem noch fehlt, mit seiner Schwester und es wird ein Glücks-Pokémon. Hat sie also dann ein 100% Glückskuddel bekommen. Ich finde den in Shiny cool, immer noch Kaiser Kai, Tropius hier, Timo. Während der Raids für Zuschauer oder was das war, glaube ich, 3 Shiny Rayquaza bekommen, hat er sich auch mega gefreut. Dann, was er ausgebrütet hat, Relikant, Kuddel, Tropius, auch alles bekommen. Mark niemals, erste Boxbeutel, gleich ein Highlight dabei. Ich das 100er, er das 0er, ja, ist seltener als das 100er, muss man schon sagen. Aluhut, Felidu, Shiny, dann Tuska, Latios, Shiny, Kyogre, Shiny, Pikachus. Shiny, aber beim Sören waren die garantiert, war echt erstaunt, waren nicht garantiert, aber er hat sie abgegriffen, wahrscheinlich aus der Forschung, Level 15. Dann nochmal, das dritte Pikachu war dann leider kein Shiny mehr, aber immerhin gab es diese noch während der Höhentour, Gewaya und Krypto Enton. Andy Vorbeck, meine Shiny-Ausbeute in der Woche. Der erste Tag der Höhentour war wegen heftigem Wind und Schneeregen in Güstrow unspielbar. Am zweiten Tag war es dann etwas besser und so konnte ich mir doch ein paar Shinies sichern. Latias, Noctuska, Zubiris, Libeldra, Pikachu, Rayquaza. Bei uns in München war es auch so kalt und eisig und windig und eklig. Aber den Vlog dazu seht ihr am Freitag 20 Uhr. Also das kommt ja, glaube ich, am Freitag. Also heute Abend 20 Uhr dann bei euch. So. Dann mein langersehendes 100% Metagross habe ich auch bei der Höhentour erlöst. Würden jetzt die Leute sagen, was, wir schlagen dich, wie kannst du das erlösen? Das war bestimmt ein richtig gutes, was viel stärker ist als das. Aber das kann ja dann eine Mega-Entwicklung durchführen und ein Krypto eben nicht. Egal wie gut das Krypto ist, kann man nicht mega entwickeln. Und so hat er, wenn er noch kein 100er hatte, jetzt trotzdem aber ein 100er. Nach der Höhentour gleich noch dieses 100er Onyx, auch erlöst, mitgenommen. Pennerbeutel, diese Tour war doch mega. 6-mal 100% Latios. Und davon 5 Stück in Shiny, 100%. Das ist der Schocker der Woche. Das wirkt mir ein bisschen zu overpowered, deswegen, das kann kein Zufall sein und kein Glück. Da gehen wir schnell weiter. Pizzabode Zeus, alles von heute bei dem Raid, wo du mit reingekommen bist, genau bei dem kam das Shiny. Rayquaza, Shiny und 100% Rayquaza, Knackrack, ist eigentlich
uninteressant. Pizzabote Zeus nochmal mit dem Schein die Kuddel. Schön nach 28 Minuten, noch 28 Minuten vor Schluss des Events gefangen. Formio, Regentropfe, fast vergessen noch das Latios reinzuschicken, immer noch der Pizzabode. Patrick Carter, 100% Groudon, Mango Number 5. Moin Grüzi, vielleicht diese Woche Schocker der Woche. Aus der GBL ein 100% Shiny Latias bekommen, was man mit roten Bällen fangen kann. Das ist auf jeden Fall auch cool, aber war für mich trotzdem nicht Schocker der Woche. Nochmal Mango Number 5, Schocker der Woche, bei dem ist einfach alles Schocker der Woche. 100er Tropius Gebrüde, lol, Lukas hier, da seht ihr das Groudon und das Primal Groudon. In Shiny, Primal Groudon, auf dem... Alles verworren auf jeden Fall. Dann ein Scorpions hat mir ein super geniales Ticket geschenkt, nämlich für die Meisterwerkforschung. Ich hatte eigentlich eine selber gekauft, aber durch das Verschenken von Tickets hatte ich die plötzlich zweimal im Beutel. Ein Scorpions hat die gekauft und geschickt, so habe ich zweimal die Forschung gehabt. Die ganze Zeit habe die erste Seite schon abgearbeitet, bin schon auf die zweite Seite gekommen, habe dann an der zweiten Seite rumgemacht. Heute früh gucke ich rein und plötzlich ist die eine Forschung wieder weg, obwohl er dafür ein Ticket gekauft und bezahlt hat. Es war ja nicht möglich, dass du nochmal ein Ticket kaufen kannst, aber irgendwie hat sich das überschnitten, dass du selbst gekauft hast und einer es dir geschickt hat, so war die zweimal drin, so muss das gewesen sein. Und jetzt haben die gemerkt, warte mal, der darf das gar nicht zweimal haben, haben die Forschung bei mir einfach gelöscht und ihm das Geld aus der Tasche gezogen. Eventuell wegen mir die zweite Meisterwerkforschung. Dieses Extra-Ticket liegt seit Monaten im Inventar rum. Hab gedacht, wenn meine Forschung ist, schicke es dir halt. Ja gut, dass es überhaupt was bringt. Ja gut, woran hat ich gelegen, ne? Man weiß es nicht. Dann hat er doch extra vor dem Entwicklungsevent Zeus gesammelt und entwickelt. Und ihr seht, von 32.487 Entwicklungen auf 35.143 vor dem Event mit zweimal Entwicklungs-EP und nach dem Event 2.646 Entwicklungen mit Glücksei, knapp 10,6 Millionen Erfahrungspunkte geschafft, 32 oder 33 Glückseier gebraucht. Das ist auf jeden Fall auch fett. Jenna hier, Shiny Rayquaza, Shiny Rabouts, 100er Quiekel GBL Belohnung. Selal zeigt uns sein Shiny Rayquaza. Das ist richtig genial. Das muss das Thumbnail werden. Dann nochmal Selal in den Kader erlöst, ist Dicta, Zubiris, Latios, Absol, Minun, Geweiher, Lunastein, Perlu und das Latios Ass, Latios Ass, Latias Os, das Latios, wie es eine Bratwurst jagt. Die ist einfach, da ist die Bratwurst, ja komm her. Ja egal, so, und das war's schon mit Selal, was ihr immer habt mit Selal, so schnell, so viel war das doch gar nicht. Dann Annika auch, was hat sie bekommen? Schlubuk, Latios, Kyoko, Barschwa, Relikant, 100er Tuska, 100er Dratini, 100er Pikachu, Silvio hier in den letzten 14 Tagen, Schillern, Groudon, Capofala, ansonsten Schmutz, 100er, nee, Schillern, warte mal, Schillern 14 Tage, da geht ja noch mehr, Rayquaza, Formio, ja, die alten Konsorten, aber die 100%igen der letzten 14 Tage, Latios, Flapterix, finde ich auch hier persönlich die Highlights. Jan Lehmann, King Hammer, hat uns alle seine Sachen geschickt mit offenem Mund. Flunkiefer Shiny, Lunastein, der hat gar keinen Mund. Pikachu, Shiny, Kyokre, Shiny, Shiny, nochmal ein anderes in zwei Richtungen. Roselia Shiny, Latios Shiny, Tuska Shiny, Kramchef Shiny, Aerokack Sprühl Shiny, plus 100er Shiny, Pikachu Shiny. Das müsste der Schocker der Woche sein. Ist es nicht. Nochmal, Feli Lu hat auch keinen Mund. Forstelga Shiny, Banette Shiny, Mankey Shiny. Ich glaube, er hat aufgehört, überall drauf zu drücken. Marmolita Shiny, Libiscus Shiny, Benjamin Engel, 100% Groudon, mega stark. Zwei schillernde Schlubuck mitgenommen. Thomas Speck, 100er Gladiantri, Relikant Shiny mitgenommen, Palim Palim 100%, genau wie Kyokre 100%, Heiko sagt, das war mein erstes Pokémon des Tages, Daily Spawn, was auftaucht, angetippt, gefangen, Shiny Relikant als Daily Spawn, Lennart, mein zweites Shiny Pandimimi, gebrütet, Dr. Best mit dem 100er Kabador, Fati 100%, Latios, Shiny Illumise und Mediti.
Cumulus, Shiny Rayquaza, Shiny Latios. Das erste, was in der Wildnis, was ich gesehen habe, aufgetaucht. Shiny bekommen, beim GoFest gefangen. Shiny Kecleon. Ich wusste gar nicht, dass das letztes Jahr beim GoFest schon verfügbar war. Weil dieses Jahr GoFest kann er ja nicht meinen. Das war ja noch gar nicht. Das ist ja eigentlich im Sommer. Beim GoFest gefangen. Dann nochmal Cumulus, Shiny Kyogre, Shiny Schnäppke, Shiny Formio, Julian Eisenstein, 100% Panzer Aeron, Zaragoza, Spoofer, hä? Keine Sorge, ist aus der GBL, aber trotzdem war Zaragoza gefallen. Also Zufall, habe ich mit reingenommen. Kann's gar nicht glauben, hab zwei bekommen, Master Gossi hier auch richtig fett hintereinander geschlüpft, zwei Relikanten, Kuddel dazwischen noch in Shiny, dann hat sie hier nochmal die aufgezeigt durch einen Glückstausch, war wohl ein Mirror Trade, könnte ich mir denken. 100% Shiny Glücks-Relikant bekommen, mit dem habe ich nicht gerechnet. Das sowas sucht der 1-2-3-Kid, glaube ich. Fast nicht erkannt, Master Gossi auch Shiny Kecleon. Dann hier noch 100% Electek in Glücks durch Random Trade. Und in den letzten Eiern noch ein Shiny Tropius dabei. Matze, Katze gerade gebracht, das war ein Monster. Da ist die Ratte größer als die Katze, das sieht auch sehr gut aus. Shiny Gladio hier auch 100% Shiny Rayquaza im Fangbildschirm. Habt ihr ja 21,91, ihr kennt es alle auswendig. Und jetzt noch die Feuerwehrfra, erster Raid Shiny, Latias. Dann aus der Kampfflieger, die Kampfflieger, 100er Seemops aus der Forschung, 100er Pikachu, 100% Glücks Kecleon von der Feuerwehrfra und ihre Shinies Formios, Amunziflung, Givalatias, Minun, Tuska. Das waren die Highlights der Woche und jetzt kommt trotzdem natürlich noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Marco FedEx. Der hat nämlich ein 100% Rayquaza bekommen am 26.02. Hat ein 100% Rayquaza bekommen am 28.02. Ein 100% Shiny Rayquaza bekommen am 28.02. Und insgesamt also in den letzten 6 Tagen 400%ige Rayquaza bekommen. Eins davon auch in Shiny. Und das ist wirklich mega Glück, richtig brutal. Keiner hat hier was. Viele hatten mal einen 100er dabei oder einen Shiny 100er dabei oder einen Shiny Glücks 100er dabei. Der Pennerbeutel gut mit seinen 6x Latios, aber die waren ja theoretisch trotzdem wild. Da hätte man beschmuhen können, dass man gezielt zu den 100ern hinspringt, aber die sind random aus einem Raid. Deswegen hat das für mich viel mehr Wert, dass die random 4 Stück in 6 Tagen, die ihm dahingestellt wurden, auch alle hochgezogen sind auf Level 50 und eins davon noch ein Shiny ist. Ich gucke schon immer genau danach, ich weiß ja, was ist möglich zu manipulieren und was nicht und das kannst du nicht manipulieren, da kannst du nichts machen, da musst du verdammtes Glück haben. Und er hat wirklich hier mega fettes Glück gehabt für mich, deswegen Schocker der Woche, Marco FedEx, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und denkt dran, heute 20 Uhr die Premiere von unserer München-Tour, der München-Vlog. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, 4 Tage zusammengefasst in einem Video von circa einer Stunde Länge. Wäre froh, wenn ihr dabei seid und zusammenschaut heute Abend mit Live-Chat, 20 Uhr, Premiere. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.